Mein Name ist Robin Schneider. Ich arbeite für den Stadtjugendring hier in Pforzheim und leite dort den Fachbereich der mobilen Kinderangebote. Das heißt, wir haben so das Zielalter 6 bis 12 Jahre und machen außerschulische Bildungsangebote, Freizeitangebote und Projekte für die Zielgruppe Kinder. Wir sind mit unseren Angeboten immer sehr nah an der Lebenswelt von Kindern. Und da haben wir mit der Digitalität schon seit längerem ein Arbeitsfeld, ein pädagogisches Arbeitsfeld für uns entdeckt. Ja, also wir arbeiten mit digitalen Medien. Wir betrachten oder wir vermitteln den Kindern, dass die digitalen Werkzeuge auch Werkzeuge sind, kreative Werkzeuge. Also nicht nur Nutzerverhalten auslösen, sondern auch ein Tool ist, was sie in ihrem Alltag benutzen können und was auch den Alltag erleichtern kann oder ihre Kommunikation erleichtern kann. Und das ist ein wichtiger Bestandteil momentan unserer Arbeit. Also wir haben Corona geschuldet doch das eine oder andere auch ausprobiert, haben Ferienangebote initiiert, die wir in einem Streaming-Format dann durchgeführt haben und haben da einfach unsere Möglichkeiten erweitert. Also das eine ist die Verfügbarkeit, das andere ist aber auch, dass man Kindern erst ab einem gewissen Alter ein bestimmtes Verhalten im Netz zugestehen sollte. Ja, also das heißt, da gibt es auch noch einen pädagogischen Auftrag und so alles, was unter 12 ist, würde ich sagen, okay, da ist erstmal noch Vorsicht geboten. Und bestimmte Angebote im Netz sind ja auch erst ab 14 oder ab 16 oder bedingen die Volljährigkeit. Auch wenn die Kinder die Möglichkeiten nicht haben oder pädagogisch eingeschränkt sind, dann finde ich es wichtig, dass Projekte und Angebote stattfinden, die das begleiten. Also dass man nicht nur sagt, okay, hier ist ein Endgerät und hier ist eine App und nutzt die. Dann ist es abgeschlossen, du bist der Nutzer und die App sagt dir, was zu tun ist. Wir gehen da andere Wege. Wir nutzen Apps und Angebote, die jetzige Spielwelt der Kinder verbindet mit der digitalen Welt. Also wir machen digitale Schnitzeljagden mit den Kindern, wo sie dann mit dem Smartphone die Gegend erforschen, ihren eigenen Stadtteil erforschen, erstellen dazu Rätselrallyes. Wir gehen auf Plätze mit Kindern und arbeiten mit Programmierern mittlerweile zusammen, die dann auf dem Spielplatz im Rahmen von einem offenen Angebot mit ihnen Coding und Programmieren lernen auf eine sehr niedrigschwellige und kindgerechte Art und Weise. Und wir verbinden diese digitalen Themen mit der Welt der Kinder, mit den Themen draußen spielen, sich auch weiterhin treffen mit Freunden und zusammen was erleben. Und dahingehend richten wir unsere Projekte aus.